mal. So, haben wir hier noch irgendwo eine Lampe? Da nicht. Da weiter. Nö, hier auch nicht. Aber hier. Hier ist noch. Okay. Müssen jetzt eigentlich alle haben, oder? Ja, geh zur Metzgerei. Na gut. Das erste ist eine 1. 1, 6, 0, 160 durch 8 ist 20. Achso, hier steht es ja schon. Okay. 30, 2, also 20 mal 30. Was ist 20 mal 30? Vielleicht 600? 600 mal 2 sind 1200. Also gut. Hallo? Ach so, okay. Oh, das hat aber gequietscht. Lecker. Das ist ja echt. Yum. Was war das denn? Ach so. Irgendwie ist das ekelig hier. Hier die Augen, so fresh eyeballs. Ugh. Also irgendwie, ich finde hier nichts. Ein Ei, eine Schachfigur, eine Spitzhacke. Ein Ahornblatt, ein Fisch. Peak, drei Flaschen. Da ist eine Dollarnote. Henne, Mais, Schuh. Da ist eine Ente. Noch eine Ente. Da ist ein Schuh. Schachfigur. Ein Ahornblatt. Ein Fisch. Drei Flaschen sind hier. Das ist das Ahornblatt, da ist die Henne. Das ist das Ei. Fisch, Mais und Peak. Was ist da? Was kann man da machen? Überall dieses Blut und blach. Das ist aber kein sehr hygienischer Metzger. Ach, da ist der Fisch. Was kann man hier machen? Nichts wahrscheinlich. Mais und Peak. Ach da. Toll. Das ist ein Herz. Ich brauche aber Peak. Falsches Schlachter. Bla. Git.
Ach so. Finde den Zeiger für die Waage. Super. Da ist die Waage, aber ich brauche noch den Zeiger. Ach, da. Toll, jetzt habe ich ein Kreuz gekriegt. Ein Kreuz, das kann ich bestimmt in der Kirche benutzen. Bevor die Tür geschlossen wird, überprüfe, dass sich niemand im Inneren befindet. Schlüssel einsetzen. Oh, da ist bestimmt eine Leiche drin oder so. Oh nein, da ist Hilda schon wieder. Ich weiß, sie ist der Star der Oper, aber muss sie deswegen gleich jeden so schlecht behandeln? Warum ist sie überhaupt hier draußen? Sie sucht bestimmt etwas. Ich sollte ihr sofort helfen, sonst bekomme ich einiges zu hören. Mein Gott, die Frau, ey. Die braucht Hähnchenkeulen bestimmt. Ich dann noch da eine Hähnchenkeule. Da ist doch eine in deinem Dekolleté, Mädchen. Noch eine Gabel. Du brauchst doch keine Gabel, du isst die doch mit den Fingern. Ach da. Ich weiß, wir sollen im Gasthaus bleiben, aber diese läutende Uhr raubt mir noch den letzten Nerv. Das erste Mal ertönte sie um 7:45, dann ein zweites Mal um 22:30 und dann wieder um 3:15. Ich musste einfach daraus. Ich war völlig ausgehungert. Wusste ich's doch. Merkwürdig, die Uhr läutet zu äußerst seltsamen Zeiten. Platziere das Kreuz auf der Engelstatue in der Kirche. Finde den fehlenden Schlüssel für den Kühlraum. Ach ne, da geht's gar nicht zur Kirche. Da geht's zur Kirche. Jetzt wissen wir nämlich auch, was wir in der Kirche machen sollen. Da scheint etwas... Die Murmel sollte ich mitnehmen. Man weiß nie, wann man mal eine braucht. Okay, öffne mit den Murmeln die Tür an der Klippe. Wo geht's denn da zur Klippe? Da, glaube ich, ja. Ich muss alle fehlenden Murmeln finden. Habe ich doch. Da. Hallo. Da. Und. Da. So. Lampe ist grün, richtige Farbe, richtiger Platz. Lampe ist gelb, Lampe ist rot. Also Lampe ist gelb, richtige Farbe, falscher Platz. Lampe ist rot, falsche Farbe. Okay. Gehen wir mal so die Reihenfolge durch. Ach so. Dann müssen wir das auch noch hier umstellen. So. Aha. Falsche Farbe. Also das letzte ist gar nicht drin. Ah, nee. Schauen. Also die zwei sind richtig. Rot und blau ist schon mal richtig. Aber warum sind jetzt hier zwei falsche Farben? Ich versuche mal auf den dritten Platz. Geht das jetzt nicht nach der Reihenfolge? Ach, Kacke. Ich versuche mal nur mit Rot und Blau.
Aha, jetzt ist nur noch eins falsch. So, nochmal rot. Sind zwei falsch. Toll. Ich überspringe das mal. Wir kriegen das jetzt eh nicht mehr raus. Die Tür ist endlich auf. Dann gehen wir doch mal hindurch. Oh. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Familienwappen. Mhm. Und einen Schlüssel. Hausmeisterraum. Kapitel 5, Echos der Vergangenheit. Warum ist denn die jetzt so da runtergesprungen? Ich verstehe nicht, wie Carolina so etwas tun konnte. Sie hatte... könnte dieser Fluch die Leute wirklich in den Wahnsinn treiben? Das ist äußerst beunruhigend. Wo sind denn alle? Warum haben sie das sichere Gasthaus verlassen? Weil sie sich alle umbringen. Ich erinnere mich, dass Hilda bestimmte Zeiten erwähnt hat. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Ha! Wenn man sich denn an die Zeiten erinnern könnte. Also, 2.45 Uhr. Also, 3:15 Uhr. Was macht das Große? Nichts. Mittlere? Nichts. Ach so. Aha, 3:15 Uhr haben wir. 7:45 Uhr. War anscheinend nicht richtig. Viertel vor neun, toll. Mann. Jetzt noch eine Viertelstunde. Und 10:30 Uhr. Mist.
Mann. Schädelschlüssel. Ein Schädelschlüssel. Ich frage mich, wo ich den benutzen kann. Finde alle fehlenden Teile für das Sandtor, fehlende Schlüssel für den Kühlraum, finde heraus, was der Schädelschlüssel öffnet. Der Sturm ist endlich vorbei. Okay, direkt vor mir ist was. Anscheinend. Da hoch. Da oben auf dem Dach liegt ein Gegenstand, gell? Ach so. Sieht aus, als wäre dort oben etwas.